Waldhof ist ein absolut fester Bestandteil in meinem Leben. Wenn man über den SV Waldhof Mannheim spricht, fällt in aller Regel der Name Walter Prat. Der ehemalige Bundesligaspieler des Waldhof Mannheim coacht aktuell den Mannheimer Traditionsverein und fordert von seinen Schützlingen im Training vollen Einsatz. Ich sage mal so, es ist halt eine reizvolle Aufgabe, mit jungen Leuten zu arbeiten, immer zu sehen, dass sich was entwickelt. Das ist ähnlich wie in der Schule, wo eben junge Menschen in die Schule gehen und Dinge dazulernen und am Ende eben sagen können, sie haben was gelernt. Gerne erinnert sich Walter Prat an seine Bundesliga-Zeit zurück. Ja, es gibt ein historisches Spiel, was ich also seinerzeit machen durfte. Das war 1984, wo der SV Waldhof bei Bayern München gewonnen hat. Dieses legendäre 2:1, das ist natürlich wie eine Tätowierung, die geht nie weg. Das ist im Prinzip das einschneidendste Erlebnis, was ich mit dem SV Waldhof verbinden kann. In der Saison 79-80 machte sich der Waldhof-Coach in ganz Deutschland als Elfmeterschütze einen Namen. Irgendwann kam der Trainer zu mir und hat mich also gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Elfmeter zu schießen. Ich habe angefangen und habe also dann ein ganz Jahr lang Elfmeter geschossen. Ziemlich erfolgreich, wie man weiß. Und ich war dann so gut 25 Jahre der Torhüter mit den meisten Toren in Deutschland. Den Waldhof-Fans steht der ehemalige Rekordhalter und Trainer positiv gegenüber. Ich habe einen sehr guten Bezug zu den Waldhof-Fans. Und man muss ganz einfach die Jungs auch mal verstehen oder die Mädels, dass sie natürlich unbedingt alles geben für den Verein. Er genießt seinerseits Anerkennung von den Fans. Also erstmal seine Ruhe, seine Analytik vom Spiel und dass er halt auf junge Spieler setzt. Walter Prat ist ein fähiger Trainer. Ich finde es ein guter Trainer und er passt zum Waldhof. Also ich muss sagen, als Trainer im Jugendbereich finde ich ihn ganz gut. Ich wünsche mir, dass er noch länger da bleibt. Ich bin mir sicher, dass wir es packen. Er ist sehr wichtig für den Verein, das auf jeden Fall. Mit der Soccerhalle in Mannheim hat sich Prat neben dem Trainerjob ein zweites Standbein geschaffen. Ja, die Idee ist geboren worden 2002 vor der WM in Südkorea, wo ein Nike-Spot im Fernsehen in einem Schiffsladeraum stattgefunden hat, wo also dann große Fußballer miteinander gekickt haben, wo so kleine Löcher geschossen haben und der Lehrer ist ins Wasser geschmissen worden. Und irgendwie habe ich mir dann vorgestellt, es wäre eigentlich hier in der Ecke auch gut, wenn man so eine Halle hätte, wo man das Fußballerlebnis in kleiner Form für Privatfußballer anbieten kann. In Zukunft will Walter Prat den SV Waldhof Mannheim wieder zu alter Stärke führen.